Hey Leute, willkommen zurück zu God of War. Nach der Herausforderung des Atlas machen wir hier weiter und schieben nochmal die Dinger zusammen. Ihr habt doch geleuchtet eben, wenn wir hier frechen Dinger. Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Hat sich hier was Neues getan? Pipipiu. Jetzt wollen wir mal den, oder? So, das Licht. Oh nein. Oh, nicht schon wieder. Kinder. Oh, die Klinge des Artemis oder der Artemis. Artemis! Oh nein. Nicht so. Nicht so, Freunde, komm. Erstmal brutzeln. Sterben, ihr müsst. Sterben, du musst. Welcher Clown? Oh oh. Da kommen wir nochmal. Ja, stirb! Oh nee. Die kann man nicht blocken, die Schläge, ne? Ach komm, ich hab keinen Bock mehr auf diese Kämpfe. Ich hab keinen Bock mehr. Oh toll. Also in den anderen Teilen soll man das abstellen können, diesen Krieger-Dings hier. Hier geht's scheinbar noch nicht. So, warte mal. Oh. Alles klar. Das war's also hier mit dem Abschnitt. Komm ich jetzt überhaupt nochmal da rein? Hä? Das Ding ist irgendwie... Ach so, warte mal. Kann ich jetzt hier den Schädel? Sie stecken den Schädel in das Schloss. Sehr gut. Jetzt komme ich hier weiter. Hä? Hilfe! Oh Gott. Darin. Ach, du Elend. Hey. Die Rolle sieht aber auch ein bisschen kaputt aus, oder? Warte mal, kann ich da vielleicht draufspringen? Solange ich dahinter bleibe, ist ja nicht schlimm. Ist alles gut. Also irgendwie muss ich da rauf, auf die Leiter. Hä? Wie soll ich das bitte machen? Da ist die Leiter. Oder? Nee. Ach komm, ich hab ja Zeit, ne? Kannst du mal ein bisschen schneller rollen, du lahmes Teil. Ah, ist eine Treppe. Da ist eine Treppe. Und da ist Wasser. Na super. Ah, ich muss auf die Rolle, auf das Röllchen. Die Rolle für das Tolle, ne? Was passiert, wenn ich da ins Wasser springe? Mal gucken, wie viel habe ich? 2270. Und zum Aufrüsten brauche ich 3000. Hier brauche ich 750. Das machen wir mal, komm. Machen wir den Blitz hier. Schön den Blitz. Und stärkerer Angriff. Macht das Zeus. L2 halten und dann mit Dreieck einen Ladungsangriff. Ja, komm. Interessiert mich eigentlich nicht. Der Blitz, der ist nur zum Fernkämpfer ausschalten ganz gut. Kommst du, Röllchen? Da ist es. Knödel, roll dich. Na, ich muss sagen, ich finde den Tempel super. Der macht mir echt Spaß. Gut, dass ich nicht das Tempo vorgeben muss. Ich kann sowas nicht. Aber hier geht's. Guck mal, jetzt geht's. Jetzt läuft das. Jetzt läuft der Kratos. Oh, manchmal muss ich ein bisschen mehr. Ein bisschen ausgleichen. Ich glaube, von dem Ding überrollt werden ist nicht so geil. Nein! Och, Mann. Nicht doof. R2? Diese Tür ist verschlossen und muss von einem anderen Ort aus geöffnet werden. Na, soll ich das so sagen? Das habe ich mir irgendwie gedacht. Komm, ich schieb! Schieb! Kratos, schieb doch mal ein bisschen an hier. Ich schieb mit meinen Chaos-Klingen. Oh Mann, warum muss das so lange dauern? Ich bin ja auch ein Dödel, ne? Ich könnte jetzt... Ich hätte eigentlich jetzt ein Stück vorgehen können und hätte das wieder... Ja, egal. Egal. Oh, ich komme da gar nicht mehr rauf. Interessant. Interessant. Ich komme da also gar nicht rauf, wenn ich da unten drin sitze. Also, ich meine hier neben auf die Seiten. Hallo. Knödelchen. Ich glaube, da vorne kommt er jetzt. Gleich. Demnächst. Da kommt er. Da habe ich mich nur mal kurz verschätzt. Ich dachte, man kann so ein bisschen ausgleichen im Doppelsprung, aber das geht ja gar nicht. Man springt eigentlich immer nur noch mal ein Stück höher und ich... Man kann nicht mehr wirklich die Richtung bestimmen danach. Hue, 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 hue. Komm, Kratos.
Kratos. Hui, hui. Sehr gut. Oh. Kratos? Ich wollte schon sagen. Da guckt er erstmal blöd, ne? Mhm. Ey, das ist cool, diese Kamerafahrt. Das passt voll. Alles klar. Da gibt es eine ganze Menge Zeug. Ich glaube, die Lebensenergie lasse ich mal liegen. Die brauche ich jetzt noch nicht. Ein bisschen Rage. Warum sind denn manchmal diese Kisten grau und dabei ist da gar nichts drin? Also außer diese... Ich weiß, die roten Orbs, die bringen schon was, ja. Aber warum sind denn nur rote Orbs drin in einer grauen Kiste, wo eigentlich ein Item drin liegen müsste? Hm? Kann mir das jemand sagen? Wahrscheinlich nicht. Ist klar, was kommt jetzt? Nächste Herausforderung. Hui. Guck mal, so sprintet Kratos übrigens. Wieder die Klinge. Die Herausforderung des Poseidon. Alles klar. Muss ich jetzt den Champion stellen oder was hier? Wow, der Cerberus. Ich wollte gerade sagen, Albert süß, aber dann kommt so ein Vieh bei raus. Nein. Yeah. Schnitz ihn. Blitz ihn auf. Das war's ja schon. Au. Oh. Nee, was macht ihr kleinen Viecher da? Oh, guck mal, die fallen durch die Schockwelle, fallen die nach oben. Oh. Zack, zack, zack. Oh, die kleinen Hundis, du. Das tut mir schon ein bisschen leid, ne? Hallo. Okay, sie tun mir doch nicht mehr leid. Hast du mich mal machen lassen hier, du Vieh? Da kommt der Liga zurück. Oh. Gib Pfötchen. Cerberus, gib Pfötchen. Hat er nicht den Tor, den Tor? Hat er nicht das Tor zur Unterwelt bewacht, der Cerberus? Jetzt auf einmal wird er hier so als kleines Schoßhündchen verwertet. Oh nein. Ihr Pennergesichter. Warum die? Warum die Dicken? Die sind so fies, die kann ich so schlecht bekämpfen, da bin ich zu schlecht für. Bam. Macht ihm gar nichts, ne? Au, ich weiß, das war zu früh ausgewichen. Wie ich eine Pirouette drehe. Lustig. Hast du gedacht, ne? Oh. Ihr sagt ja immer, blocken wäre besser als ausweichen. Ich beweise euch gerade das Gegenteil. Oh. Na gut, jetzt hätte ich ausweichen sollen. Gut. Na. Macht man nicht. Macht man. Mal auf jetzt. Ja. Guck, ich blocke. Da, blocken ist gegen die Großen, glaube ich, nicht so ganz praktikabel. Hui. Hallo. Ja, ne, das ist nett. Wenn du mich einmal staggerst hier.
Pack dich, du Schwein. Nein, ich habe mich verdrückt. Verdammt. Ah, lass mich. Wird's gnadenlos gepunished. Ja, wow, ich hab's gedrückt. Nur mal so. Ja, es ist unmöglich, den dritten Knopf direkt zu treffen. Was für Reflexe braucht man da, bitte? Ich bin nicht so schnell. Das war eine halbe Sekunde. Ungelogen. Meine Fresse, und ich spiel's auf normal, du. Ist es noch schwerer? Sind die nur ein bisschen schneller, diese Timings? Oh Gott, das ist ja ein Kinderschubser. Von einem riesen Felsbrocken. Wenn man es auch schwer spielt, sind die Timings dann noch knapper, so wie es bei Resident Evil 4 der Fall war? Och, süß. Süß. Ja, ihr seid mir Schätzchen da, deswegen habe ich auch den Block hier wahrscheinlich. Ah, ey! Ihr cheatet! Ich war hinterm Stein, ja? Die explodieren halt noch, ne? Das ist super. Das ist schon so ein dezenter Hinweis drauf, dass da Pfeile im Stein stecken. Nur frage ich mich, wie die halten überhaupt. Das geht doch gar nicht. Kinder, Kinder, Kinder. Hey. Ich hab so gewusst, dass das gleich immer passiert. So, ihr Pennergesichter, jetzt ist Zappenduster. Whoops. Ja, das 10. Jetzt habe ich zwar keine Mana mehr, das ist mir aber auch scheißegal. Oh ne, die kleinen Hündchen wieder. Ich will nicht irgendwelche Hündchen schlachten müssen die ganze Zeit. Au. Die Hündchen. Das ist so gemein. Die kleinen süßen Hündchen. Oh oh. Ach so. Reicht nicht, ne? Hey. Nein. Nein. Hey. Sag mal. Sag mal. Lass mich dich doch mal aufschlitzen. Ja, ja, dann hat mich. Ach komm. Soll ich den da oben denn treffen? Ach so, vielleicht. Danke. Auf Wiedersehen. Was ist jetzt? Nö. Ach, da haben sie noch so einen im Pedo, ne? Das ist immer so beschwerlich, sein, die da oben zu killen. So. Genau, jetzt aber hier. Zack, zack, zack. Die Herausforderung des Poseidon besteht wahrscheinlich nur aus Kämpfen. Dem Gott des Meeres, und ich musste nicht einmal schwimmen hier. Was ist da los? Oh nein, da kommen jetzt bestimmt massenweise Gegner, oder? Ne, doch, gar nicht. Überhaupt kein einziger. Oh, ach so, na dann. Das ist ja geil. Muss ich mich wohl beeilen, ne? Hoffentlich fange ich jetzt wieder auch hier an und nicht ganz weit. Komm, bitte nicht nochmal alles kämpfen. Nicht nochmal. Ich wollte schon sagen, ne? Weil es so lange geladen hat, hatte ich mir kurz Sorgen gemacht. So, immer schön hier bleiben. Poseidon. Hä? Oh, das war echt knapp, du. Muss ich flink sein hier? Noch einer? Das ist echt nice. Nicer Scheiß ist das. Normale Kiste? Ich dachte, das ist mal eine normale Kiste ohne Wut. Ohne Machtorbs. Das ist jetzt einfach mal Machtorbs. Das ist anders Lebensenergie und das ist die letzten Mana.
Ist das wirklich immer die Zeit, die ich habe, oder ist das, weil ich wegrolle, dass es deswegen dann schneller zugeht? Das wäre echt fies, so. Was soll ich mir denn? Mana oder? Na komm. Ich zerklapp deine Statuen, Poseidon! Was sagst du denn dazu? Hoffentlich nimmst du mir die Kraft nicht wieder ab. Bitte. Weil ich so nett bin. Oh Gott. Was seid denn ihr? Neue Viecher. Was mach ich mit dem? Oh ja. Nein. Na, lass mich den nochmal packen jetzt. Oh. Geil. Ihr seid geil. Nein. Warte mal. Ah, dein eigenes Schwert. Dieser Schlag ist nicht so praktikabel, wie ich gerne hätte, ne? Ah. Sag mal. Nein. Na. Sag mal. Ich dachte, über die Mana genommen, hä? Zack! Kennergesichter. Oh. Alles klar. Ich muss an die Kette, oder was? Was ist denn da oben? Ah. Da geht's noch weiter rauf. Das hätte ich ja gar nicht erst kämpfen müssen dann alles, oder? Oh, was machst du denn? Warum fällst du runter? Na, ey, Kratos, ganz ehrlich, warum läufst du nicht an der Wand entlang? Was soll denn das? Hätte ich dir nicht befohlen, du. Jetzt mach das. Ich wollte gerade sagen, wird er etwa von diesen Erschütterungen da runtergeworfen? Ihr merkt das nicht, aber es vibriert immer so ein bisschen, wenn die Kette daran knallt. Eine Geheimnis. Hoffentlich kriege ich da eine Gorgonenauge. Wenn ich ein Gorgonenauge kriege. Oh, eine Muse. Einen Musenschlüssel. Einen habe ich schon mal. Ihr sagt mir das doch, wenn ich einen verpasse, oder? Ihr sagt mir das. Dann gehe ich da nochmal hin und hol mir den. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, das ist der offensichtliche Weg, aber scheinbar. Scheinbar bin ich hier gar nicht richtig. Hallo? Ich kann da gar nicht mal runterspringen. Oh Mann. Okay, ich wüsste halt nicht, wo ich hin muss. Aber na, sonst alles cool, ne? Ich habe keine Ahnung. Was will das Spiel? Achso, da? Nee. Hä? Leute, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll hier. Vielleicht muss ich ja doch hoch. Aber halt nicht da weiter, wo ich eben lang bin. Ach so, vielleicht links? Oh je, die Kette ist mal ganz schön mächtig. Ich will gar nicht wissen, was die festhält. Wahrscheinlich werde ich es bald kennenlernen, das Ding. Gibt's da wieder mal einen Speicherpunkt? Nein, nicht hier. Nein. Hab ich denn noch? Vergunnen? Scheiß. Oh oh. Ja, ja. Autsch. Zerschmettert. Musst du das immer mit mir tun?
und keine Lebensenergie. Na, wunderbar, Herr Schmidt. Au, Mann. Au. Wer war das, Mana? Das war so ein blöder Hammer, der da geleuchtet hat, ne? Oh oh. Oh Gott. Nein. Ach, das mit dem Greifen, ne? Das ist für ein Arsch. Fress meine Erdbeerklinge des Todes aus Feuer. Auf Doom. Oh, shit. Oh, gut. Gut. Lebensenergie. So, wie wär's mit dem Speicherpunkt? Ich habe jetzt schon überzogen, deswegen. Oh, sehr toll. Da gibt's Heilung und Mana. Ich habe keine Zeit. Ich muss eigentlich weg jetzt, Leute. Oh, das ist schön, ne? Ja, ich hab... Ja, was vorher? Das ist Wasser. Ist ja auch die Prüfung des Poseidon. Wahrscheinlich darf ich... weiß nicht. Muss ich mich waschen? Dann habe ich gewonnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich überziehe jetzt einfach mal ein paar Minütchen, weil ich bin eigentlich auf dem Sprung, ne? So richtig auf dem Sprung. So richtig, richtig auf dem Sprung. Aber wir versuchen es einfach mal. An der Kurbel fehlt der Griff. Das ist wunderbar. Lass mich raten. Ich muss da irgendwas tun. Und die Kisten lasse ich mal stehen, weil die brauche ich jetzt nicht. Da ist doch die Kurbel. Ein Hebel. Sie heben ihn auf. Lülülülü. Was mache ich mit dieser Kurbel? Ich drehe mal ein bisschen am Rad, ne? Das ist nämlich das Problem, wenn ich hier nicht speichere. Ich glaube, dann komme ich nicht mehr... Dann komme ich an den letzten Speicherpunkt zurück und das will ich nicht. Alles klar. Warum sollte ich dich runterlassen? Ich tue es halt mal. Schon so ein bisschen angesäuert. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Muss ich den ins Wasser schieben? Nee, da geht's gar nicht weiter. Muss ich ihn doch hier lang schieben? Warte mal. Erstmal hier. Erstmal die ganze Statue zu fetzen. Komm, ich mal jetzt mal 2-3 Minuten drüber. Es ist ja auch wurscht. Blom. Oh, es war mir so klar, dass das nicht alles war. Der rutscht nämlich jetzt wieder runter, der Käfig, ne? Nein. Oh Mann. Diese Typen, die kann ich jetzt schon gar nicht ab, ne? Ja, danke. Mach ich doch, Schätzchen. Schätzelein. Ich glaube, ich darf ich auch nicht anschieben, weil sonst ist... ist kacke. Oh ne, komm schon, bitte hau mich jetzt nicht, bevor ich den da hochgeschoben habe. Danke. Bleib mal stehen jetzt. Das ist feige. Oh, nee. Bester Schlag. Stirb jetzt aber, komm bitte. Oh,
Kinder, ich muss weg. Stirb jetzt, komm, sei mal so lieb. Wow, ihr seid echt penetrant, ne? Das gibt's doch nicht. Die hören nicht auf. Guck mal, die kommen immer weiter jetzt, oder wie? Okay, na, ich hab keinen Bock auf so einen Scheiß jetzt. Aufhören. Ich will das nicht. Ich will jetzt einfach nur rum fertig werden hier. Die halten auch noch so viel aus, die Penner. Komm jetzt. Du musst dich zum Ende schieben. Nein, da kommen sie schon wieder. Nee. Ach Mann. Ey, ganz ehrlich, ist doch scheiße. Bitte hau mich nicht. Nein. Ah! Ah! Verpiss dich! Ja, oh Mann, Leute. Geh mal die am Sack jetzt. Komm, jetzt kommen drei und vier. Ja, guten Tag. Leck mich doch. Lass mich mal Mana jetzt holen. Lass. Stirbt jetzt. Ich hab gehört, ihr seid scheiße und wollt sterben. Danke. Ich hau jetzt nur noch drauf, ist mir egal. So, jetzt schnell, bevor die wiederkommen, die Arschkriecher da. Komm schon, Kratos. Wir schaffen das jetzt. Ich höre schon Bup-Bup-Bup-Bup, aber ist mir egal. Haltet euren Schnauzen. Immer diese Hinhaltedinger da, das muss doch nicht sein. Komm. Jetzt mal Mana. Und dann haben wir's. Komm. Genau, ich habe keine Zeit. Ich bin, wie gesagt, auf dem Sprung. Schon seit 5 Stunden. Ah. Komm, friss das. Da war ein Text an der Wand. Warte mal, kann ich den lesen? Was die Götter von mir verlangten, kann ich nicht ausführen. Auch nicht für die Büchse der Pandora. Sie sind jetzt Monster, aber sie waren einst Menschen. Ich weiß, ich bin schwach, aber ich kann einfach nicht dazugehören. Ich habe Athen im Stich gelassen. Kann ich den Hebel jetzt? Ja. Achso, ich muss die jetzt Oh, ja, ich muss ein bisschen schmoren lassen. Hm. Na komm, das war eh ein Monster. Von daher. Total ausgebrannt. So, es tut mir leid, wenn ich ein bisschen gehetzt bin, diesen Part. Aber. Oh, da vorne ist Speicherpunkt. Schön. Der Dreizack des Poseidon? Aha. Der Herr der Meere. Nun gut, aber Leute, ich beende den Part. Das ist jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Danke für die Likes und bis zum nächsten Mal mit God of War. Bis dahin.